Hallo meine Lieben, da bin ich wieder und zwar habe ich bei meinem letzten Action-Einkauf diesen tollen Stickerbogen mir gegönnt. Irgendwie hat mir der so an Baby erinnert. Ich weiß nicht, warum, war eigentlich das Geburtstag. Aber ich finde, es machen sich ja einige Sachen voll gut für Babykarten oder auch eben zum dritten Geburtstag oder so. Das ist einmal diese Seite und einmal diese Seite. Und ja, ich wollte jetzt da einfach mal mir ein bisschen was heraussuchen und Karten basteln. Ich weiß jetzt noch nicht ganz genau, ob ich alles mitfilme oder nur dann ein Teil, wie ihr Board zusammensetzt. Was ich auf jeden Fall dazu sagen möchte, früher waren die Embossstickers echt voll übel von der Klebekraft. Die sind nach einer Zeit immer von meinen Karten abgefallen, weshalb ich das immer auf Restepapiere aufklebt, also haben wir da schon was hergerichtet. Ich nehme das also nicht so her, wie das da ist, sondern klebe man das mit Flüssigkleber nochmal auf Cardstock und schneide drumherum und benutze es dann quasi als Die-Cuts. Ja, gerade so viel dazu. Ich weiß nicht, ob die neuen auch so eine schlechte Klebequalität haben wie die alten damals. Jedenfalls habe ich mir das damals so angewohnt und das ist mir eigentlich so geblieben. Und ja, jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß bei dem Video und wir hören uns. Thank you.
So, die Karten sind fertig. Ich wollte euch jetzt nur zeigen, was ich alles benutzt habe, außer den Stickern. Zwar einmal von diesem Stencil-Set diese Sterne. Diese da, das ist schon ein etwas älteres Set. Dann habe ich benutzt verschiedene alte Papierblöcke vom Action, einmal den Soft Colors. Vintage Soft, Digison, der hat gar keinen Namen. Und diesen. Dann habe ich von diesen Karten, Metallic-Karten, zwei glaube ich benutzt, eh nicht mehr. Die anderen habe ich teilweise von dem, das ist von Every Crafts a Bound gewesen. Und dann habe ich nur die Label Sprüche von Kulrike, die ausgestanzten. Also da gibt es eine passende Stanze dazu. Wer meine Videos nicht verfolgt. Dann habe ich von Kartenkunst dieses Herzlichen Glückwunsch benutzt. Ups, mal da rein. Dann habe ich diese benutzt. Ich glaube, die waren mal von Global Land oder so. Aber sicher bin ich mal nicht. Kann auch von In Love Arts oder irgendwie sowas gewesen sein. Ich weiß es leider nicht mehr. Die waren von Global Land, meine ich. Da habe ich eins für die Rechtecke benutzt. Und von Stamp Corner habe ich da einmal was benutzt und einmal da. Also, ich glaube, es müsste gewesen sein, was ich alles benutzt habe. Was noch? Achso, da den Block habe ich dann auch noch gehabt. Das ist ein Multitechnik-Block. Da habe ich das beige und weiße Schnipsel genommen. So, ich glaube, das war's jetzt. Was noch übrig ist, ist nicht mehr viel eigentlich. Das sind so Kleinigkeiten. Da habe ich noch einige Sternchen, Kerzen hätte ich noch übrig gehabt. Und da ist auch noch so ein bisschen Schnörkelein, also echt nicht mehr viel. Aber mir ist keine Karte mehr damit eingefallen. Dann fangen wir an. Einmal diese, das war die erste, die habe ich ziemlich rum experimentiert, wie ihr es gesehen habt. Ich war mir nämlich nicht sicher, ob ich irgendwas Blaues noch haben will und habe mir dann entschieden, dass ich eben das Washi-Tape da hinter den Sprüchen aufklebe. So finde ich sie ganz schön geworden. Und eben, wenn ich die Sticker ohne irgendwas aufklebe, dann auch mit Kleber, weil sie kleben halt echt sehr übel. Ich weiß nicht, ob man das im Video vielleicht gesehen hat. Hier, ich klebe mir das immer vorher dran. Das kann man dann mit der Pinzette oder was echt easy wieder runterziehen, ohne dass irgendwas beschädigt wird. Also es ist einfach echt zu wenig Klebekraft drauf. Einmal das. Meine Stimme ist halt echt komisch, sorry. Dann habe ich diese Karte gebastelt. Da ist eben das Multitechnikpapier im Hintergrund, weil ich finde, das ist schon mal ein bisschen ruhiger, als wie wenn es hinter dem oder schon direkt auf dem gemusterten Hintergrund drauf ist. Dann haben wir eine metallische Karte. Hip, hip, hurra, alles Liebe. Das habe ich extra so allgemein gestempelt, weil man gedacht habe, das kann man zum Geburtstag her schenken oder auch zu einer Geburt, finde ich. Das habe ich einmal die rosa Variante und einmal die goldblaue. Gold wegen dem Korb eigentlich, weil man dachte, das passt irgendwie richtig gut zu dem Korb. Ich wollte nämlich zuerst blau, aber irgendwie hat das alles sich geschlagen und mit dem Gold habe ich es ganz cool gefunden. Und da ist hip, hip, hurra, alles Gute. Und ich finde, das ist eben auch wieder so, kann man auch wieder als Babykarte, als Glückwunschkarte oder Geburtstagskarte benutzen. Dann habe ich dieses. Da ist ja eigentlich, boah, was ist jetzt darauf gestanden? Irgendwas anderes. Und ich habe Happy Birthday drüber geklebt, nicht gestempelt. Und da habe ich mit Vellum gearbeitet. Das ist auch so eine Möglichkeit, dass man eben den Hintergrund ein bisschen in den Hintergrund auch rückt, wie soll man das sagen.
dass eben das gemusterte Papier nicht so extrem stark ist. Finde ich auch schön. Apropos, ich habe 11 Karten gemacht, glaube ich, wenn es mich nicht täuscht. Dann habe ich diese super easy, also ganz, ganz einfach mit den Zeppelin. Herzlichen Glückwunsch. Kann man auch wieder für alles nehmen. Geburtstagskarte, vielleicht wahrscheinlich mal eine Zeppelin-Rundfahrt oder so. Oder jemand ist einfach Zeppelin begeistert. Babykarte geht's auch. Finde ich jetzt. Dann habe ich eines, da habe ich gleich drei davon gemacht. Das ist mit dem, ah ja, das habe ich Ihnen mal gezeigt. Mit diesem Action-Mau-Craft-Moos. Irgendwie ist es richtig schräg. Es sollte eigentlich überall gleich viel drinnen sein. Aber das Graue ist viel schwerer als Weiße, obwohl ich die beide erst einmal benutzt habe. Also keine Ahnung. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt im Video, ob das auffällt. Die Paste ist richtig dick. Ich mag immer lieber, wenn es ein bisschen cremiger sein. Und ja, es trocknet richtig schnell, das ist echt voll praktisch. Aber was mich stört, ist, wenn es so dick ist, kriegt man das halt echt schwer in die Stencils rein. Gut, dass das jetzt eine große Stencil war. Wenn man da viele kleine Details hat, dann glaube ich, dass die einfach nicht funktioniert. Wir haben auch nur mit dem Rest, was übrig geblieben ist, eben da grob gespachtelt. Das gefällt mir eigentlich eh ganz gut als Hintergrund irgendwie. Und haben wir dann gedacht, wie ist es, wenn ihr das Ganze mit Wasser mischt? Und ja, dann sieht halt so aus. Kann ich leider gar nicht empfehlen. Da sieht man nämlich genau, was mit Wasser gemischt ist und was dann weniger Wasser abbekommen hat. Also es wird voll fleckig. Also, ich weiß nicht. Ich bin jetzt nicht zu 100% überzeugt. Es glitzert richtig schön, also nichts von dem. Aber der Bastel ist halt echt sehr, sehr klumpig. Und schwer aufzutragen. Keine Ahnung, wie oft ihr die wirklich nutzt. Dann habe ich eben, also einmal mit dem weißen Mond. Irgendwie schaut es für mich aus wie ein Mond. Ich weiß nicht, ob es ein Mond sein soll. Einmal den rosaroten Mond. Da habe ich mit herzlichen Glückwunsch. Habe ich ja mit den Alkoholmarkern einen Rahmen gemacht, der zur Karte passt. Und einmal noch mit dem blauen Mond. Ich glaube, die haben wir. Nein, ich glaube, die haben wir. Na, die haben wir, glaube ich, zusammen gemacht. Ah, ich weiß schon gar nicht mehr. Ah ja, und ich habe ja immer mal so Papierschnipsel benutzt. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Das mache ich eigentlich aus dem Grund, damit die Ebenen immer nur gleich bleiben, ohne dass sie ganz viel Foamtape braucht. Auch so ein kleiner Tipp am Rande, wenn man es nicht so dick haben will. Dann habe ich diese Karte gemacht. Da habe ich dann auch überlegt, ob ich einen Spruch drauf machen soll. Habe es dann aber lassen. Ich finde, es spricht für sich, dass es Geburtstagsparty oder sowas sein soll. Und ja, der Hintergrund passt für mich auch richtig cool dazu. Die Bordüre hätte ich natürlich komplett kleben können, also nachkleben, so muss man sagen. Ich hoffe jetzt aber, dass es mit hinten zurückkleben, wie man das bei den Washi-Tapes oft macht, reicht. Also, ich finde jedenfalls auch eine hübsche Karte. Und dann ist die letzte, 2, 4, 6, 8, 10, ja genau, die 11. Und zwar war das diese, die ist auch wieder mit so einem Aufleger bestückt, damit das Papier im Hintergrund einfach nicht so extrem wirkt. Und da habe ich dann auch eben vom Stickerbogen noch ein paar Sticker benutzt, da auch diese Sterne, die ich direkt geklebt habe und der Rest ist sowieso ausgeschnitten und da drauf geklebt. Also, ja, das waren meine 11 Karten. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Tschüssi!